Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen uns heute die verschiedenen Bewegungsarten anschauen und uns die Gleichungen für die Beschleunigung, die Geschwindigkeit und den Weg in Abhängigkeit der Zeit herleiten. Außerdem wollen wir uns die verschiedenen Diagramme anschauen, also die AT, VT und ST-Diagramme, sodass wir diese dann den verschiedenen Bewegungsarten zuordnen können. Viel Spaß dabei! So, wir beginnen mal mit der gleichförmig geradlinigen Bewegung. Was wissen wir über diese Bewegungsart? Wir wissen, dass dort eine konstante Geschwindigkeit vorherrscht. Das heißt also, es ist keine Beschleunigung vorhanden. Ja? Also die Geschwindigkeit bleibt gleich. Wir können also direkt aufschreiben, für die Bewegung ist die Beschleunigung a gleich 0 und die Geschwindigkeit v oder auch v von t ist konstant. Und die können wir einfach mal V0 nennen. Wie sieht dann unser Weg in Abhängigkeit der Zeit aus? Ja, das ist dann V0 mal T plus unser Startweg S0. Schauen wir uns dafür die Diagramme an, die Beschleunigungszeitdiagramme, Geschwindigkeitszeit und Wegzeitdiagramme. Also auf der X-Achse haben wir immer die Zeit T und die Beschleunigung A. Die ist 0. So, können wir also hier für die gesamte Zeit die 0 eintragen. Die Geschwindigkeit v in Abhängigkeit der Zeit. Naja, wir wissen, v ist konstant und zwar genau von 0. Das heißt, wir haben hier einen konstanten Wert und das ist v0. So, der Weg in Abhängigkeit der Zeit. Können wir uns anschauen, was wir für eine Funktion haben. Wir haben hier das t in der ersten Potenz. Das heißt, wir haben eine lineare Funktion. Und der Schnittpunkt mit der y-Achse ist S0. Das heißt also, unser ST-Diagramm wird dann so aussehen, dass wir eine Gerade haben, die die y-Achse im Punkt S0 schneidet. So, jetzt ist die Frage, könnte denn unsere Geschwindigkeit auch negativ sein, also kleiner 0? Ja, könnte sein. Wie können wir uns das bildlich vorstellen? Naja, das wäre dann, wenn das Auto zum Beispiel rückwärts fährt. Dann können wir uns vorstellen, hätten wir eine negative Geschwindigkeit. Und wenn das der Fall ist, wie sieht denn dann unser S von T-Diagramm aus? Also wir fahren dann praktisch mit dem Auto rückwärts. Unser Weg nimmt also ab. Das heißt, wir würden auch beim Weg S0 losfahren, würden dann aber über die Zeit einen abnehmenden Weg haben. Ja, das wäre für den Fall, wenn die Geschwindigkeit negativ ist. Gut, schauen wir uns die zweite Bewegungsart an, die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Was steckt da drin? Gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Also erstmal, wir haben eine Beschleunigung. Das heißt, a ist größer 0. Und gleichmäßig, damit ist gemeint, dass diese Beschleunigung sich über die Zeit nicht ändert. Also a ist konstant. Ja, wie sieht dann unsere Geschwindigkeit v von t aus? Naja, das ist dann a mal t. Und wir können ja auch eine Anfangsgeschwindigkeit haben, deswegen a mal t plus v0. Unser Weg, s von t, ist das Integral der Geschwindigkeit nach der Zeit. Das ist dann praktisch a halbe mal t Quadrat plus v0 mal t plus unser Startweg s0. Auch hier können wir uns unsere drei Diagramme anschauen. Die Beschleunigung in Abhängigkeit der Zeit, naja, da haben wir gesagt, die ist größer 0 und konstant. Unsere Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Zeit, hier sehen wir haben wieder eine lineare Funktion, ja, die Zeit ist in der ersten Potenz. Und unser Schnittpunkt mit der y-Achse wird genau bei v0 liegen, also vt-Diagramm. Wir haben Schnittpunkt mit der y-Achse, das ist unsere Anfangsgeschwindigkeit v0 und haben dann einen linearen Anstieg. So, unser Wegzeitdiagramm, S von t, gucken wir uns die Gleichung an. Wir haben hier die Zeit in der zweiten Potenz, wir haben also eine quadratische Gleichung. Das heißt also, unser Weg in Abhängigkeit der Zeit wird einen parabelförmigen Verlauf haben und der Schnittpunkt mit der y-Achse ist S0. Ja, das wird also so aussehen. Okay, so viel zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Kommen wir zur gleichmäßig verzögerten Bewegung. Verzögerte Bewegung, das heißt also,
unsere Beschleunigung ist kleiner 0. Und gleichmäßig bedeutet wieder, dass diese Beschleunigung aber konstant ist. So, wie sieht dann unser V von t aus? Naja, das ist genau wieder a mal t plus V0, wie auch für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung, nur dass wir im Hinterkopf haben müssen, dass unsere Beschleunigung a kleiner als 0 ist. Und unser s von t, unser Weg in Abhängigkeit der Zeit, auch das Integral der Geschwindigkeit, also a halbe mal t Quadrat plus V0 mal t plus S0. Sieht also erstmal aus wie die Formel für den Weg für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung, aber auch wieder mit dem Hinterwissen, dass wir eine Beschleunigung haben, die kleiner ist als 0. Schauen wir uns dafür die drei Diagramme an. Unsere Beschleunigung a von t, ja, die ist konstant, aber kleiner 0. So. Das ist eine Konstante. V von t, die Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Zeit. Hier sehen wir, dass wir wieder eine Linearfunktion haben. Schnittpunkt mit der y-Achse liegt bei V0. Aber wir wissen jetzt, Beschleunigung ist negativ. Das heißt, wir haben einen linearen Abfall. Ja, also so. Schnittpunkt mit der x-Achse, was würde das bedeuten? Naja, dort ist genau unsere Geschwindigkeit 0. Das heißt, dort würde dann unser Auto zum Stillstand kommen. Und das Wegzeitdiagramm, S von t, hier sehen wir wieder, wir haben eine quadratische Gleichung, denn die Zeit ist in der zweiten Potenz. Wir sehen auch direkt den Schnittpunkt mit der y-Achse, das ist S0. Aber wir sehen hier wieder, oder wir müssen wissen, die Beschleunigung ist negativ. Das heißt also, unsere Parabel wird nach unten hin geöffnet sein. Wie sieht das also aus? Unser Wegzeitdiagramm wird dann so aussehen. Ja, wunderbar. Und damit haben wir einen Überblick über die verschiedenen Bewegungsarten, können die verschiedenen ST, VT und AT-Diagramme den Bewegungsarten zuordnen und wissen auch die verschiedenen Bewegungsgleichungen und die Gleichung für die Geschwindigkeit und die Beschleunigung. Ich hoffe, es war gut verständlich. Viel Spaß beim Nachrechnen und bis zum nächsten Mal.